Herzlich willkommen zu dieser Session mit dem Titel DINA International – Digitale Ökosysteme gemeinsam entwickeln und ausrollen. Unsere beiden ReferentInnen hier schon im Spotlight sind heute Benjamin Holm von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch und Nicole Wolf von WeChange. Ja, sehr schön, dass ihr heute beide hier seid. Ich übergebe jetzt dann ganz offiziell an euch und bin schon sehr gespannt auf euren Input. Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Ich hoffe, man kann mich gut hören. So nochmal Feedback. Benjamin Holm von der Stiftung. Wir freuen uns beide über das Interesse und darüber unsere gemeinsame Arbeit hier vorzustellen. Möchte mich kurz vorstellen. Benjamin Holm, schon seit 15 Jahren in der internationalen Jugendarbeit beruflich tätig, in der Stiftung zuständig für Innovation und Qualitätsentwicklung. Wie, als hätten wir es geahnt, haben wir uns kurz vor der Pandemie eine eigene Abteilung geleistet, um besondere Themen zu bearbeiten. Ich komme aus der Jugendarbeit, habe viel für die Pfadfinder gemacht und engagiere mich in der Geflüchtetenhilfe hier in Hamburg und habe so viel mit ehrenamtlichen Projekten zu tun. Nicole, freue mich, dass wir hier zusammen sind. Magst du was über dich erzählen? Ja, gerne mit der nächsten Folie, wo wir zwei auch nochmal zu sehen sind. Ich bin seit einigen Jahren selbstständig unterwegs als Beraterin. Bei mir geht es um nachhaltige digitale Lösungen und um Strategieentwicklung. Seit Oktober letzten Jahres bin ich Vorständin in der WeChange EG. Ich habe noch verschiedene andere ehrenamtliche Engagements. Zum Beispiel habe ich den Arbeitskreis Nachhaltigkeit in der Gesellschaft für Informatik mitgegründet. Ich bin im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft unterwegs in der AG Digitale Transformation. Von der Ausbildung her hab ich ganz bewusst nochmal studiert, und zwar strategisches Nachhaltigkeitsmanagement berufsbegleitend, um eben die Digitalthemen aus meinem Beruf mit meiner Leidenschaft Nachhaltigkeit zu verbinden. Und genau, und jetzt freue ich mich hier mit euch über Themen zu sprechen, die uns umtreiben. Ja, danke dir. Die nächste Folie soll euch erzählen, wie es dazu kam, dass wir hier ein digitales Ökosystem ausgerollt haben und wer dahinter steckt. Ich arbeite in der Stiftung. Allerdings ist es eben so, dass wir eine von mehreren Einrichtungen der Bundesregierung sind, die sich koordinierend und unterstützend fördernd für die jugendpolitische Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern einsetzen. Dass das für die Stiftung gerade eine schwierige Situation ist, das hat die DSEE auch schon gepostet, und dass wir trotzdem hier sind, ist toll. Dieses Projekt ist ein gemeinsames Projekt der Fach- und Förderstellen der internationalen Jugendarbeit, so wie sie hier dargestellt sind, Connect, der deutsch-israelische Jugendaustausch, das deutsch-französische Jugendwerk, das deutsch-polnische Jugendwerk, IAB, die Fachstelle internationale Jugendarbeit, die Stiftung Tandem, deutsch-tschechischer Jugendaustausch, das deutsch-griechische Jugendwerk, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und wir haben auch schon die ersten Sponsoren bzw. Förderer bekommen aus privater Hand, hier die Globus-Stiftung, die den Anschub mit begeben hat. WeChange ist sozusagen technischer und inhaltlicher strategischer Partner des Projekts. Das kurz zu der Verantwortlichkeit, für wen ich hier spreche als Projektleiter. Die internationale Jugendarbeit möchte ich für diejenigen, es sind ja auch ein, zwei Leute hier im Plenum, die sozusagen selber aus dem Arbeitsbereich kommen, freue ich mich sehr. Aber für die, die es nicht wissen, internationale Jugendarbeit ist ein geförderter Bereich, wie gesagt, staatlich gefördert, aber auch privat gefördert. Da geht es eben um schulischen, außerschulischen Austausch. Es geht um Sportvereine, die sich vernetzen, um Fachkräfteprogramme aus der Jugendarbeit, die mit anderen Ländern in Kontakt sind. Seminare finden statt, beruflicher Austausch zwischen Betrieben beziehungsweise eben Berufsschulklassen. Aber auch der Bereich Freiwilligendienste oder auch der Bereich klassischer Schüleraustausch, ob einzeln oder als Gruppe, das gehört zu diesem Arbeitsfeld. Und für diejenigen, die sozusagen nicht auch nicht aus dem Bereich kommen, was sind so die Kernthemen, die wir da haben und mit der wir dann sozusagen auch in der Pandemie erstmal neue Wege gehen wollten? Und zwar, ich habe das hier einmal zusammengefasst, klar, die Förderung von Austausch von Gruppen und Einzelpersonen, die sich vorher, wie gesagt, eben vor allem im realen Raum begegnet sind, also Begegnungen im echten und auch im digitalen Raum, der ist ja dann sozusagen neu erschlossen worden.
schon immer hat uns beschäftigt, wie kann man den Austausch gut gemeinsam vorbereiten, ob das jetzt immer per E-Mail hin und her gehen muss oder ob es da vielleicht spannendere also geeignetere Instrumente gibt. Ein wichtiges Prinzip unserer Arbeit ist, dass wir Partnerschaftlichkeit fördern. Das heißt also, wir glauben, dass gute Projekte pädagogische sozusagen Anspruch sein sollte, gemeinsam mit einem Partner auf Augenhöhe zu arbeiten. Und auch da ist sozusagen die Erfahrung, ne, wenn ich ein fertiges Konzept irgendwo hinschicke, dann kriege ich vielleicht Anmerkungen zurück. Was anderes ist es, wenn ich Kollaboration erprobe und gemeinsam auf ein vielleicht gemeinsam gefülltes Dokument blicke. Was bei uns immanent ist, ist der Peer-to-Peer-Support. Ja, also, dass ich sozusagen nach links und rechts gucke und sage, ach, was machst du da, was mache ich hier, wie kann ich unterstützen, dass es eben Wissenstransfer gibt, dass es vielleicht auch ein Mentoring gibt von Menschen, die sich in diesem Arbeitsfeld engagieren. Wir entwickeln als Fach- und Förderstellen Leuchttürme. Das heißt, wir gucken, was ist sozusagen Good Practice, was kann man ein bisschen hervorheben und zu sagen, da geht's möglicherweise in die richtige Richtung. Und wir glauben, dass es eben wichtig ist, dass man eben im Arbeitsfeld auch lernen kann, dass man sozusagen qualifiziert, dass man nicht davon ausgeht, dass schon alle alles wissen, sondern dass man gemeinsam mehr wissen kann und mehr Erfahrungen teilen kann und diese Erfahrung auch sichtbar gemacht werden muss. Aufbau von Netzwerken zur kollegialen Unterstützung, das war auch schon vom digitalen Raum so. Das waren natürlich eher Arbeitskreise, Verbände, Dächer, Umbrellas, Fachkonferenzen, aber da ist logisch, dass wir uns da vorgestellt haben, dass wir für ein digitales Ökosystem diesen Aspekt brauchen. Ein Grundprinzip dieser staatlichen Förderung ist auch das Prinzip, was wir staatlich Subsidiarität nennen. Also die Themen werden dort bearbeitet, wo sie hingehören und werden nicht irgendwo oben beschlossen. Und eigentlich kann man auch sagen, eben nicht top-down von oben irgendwelche verordneten Programme, sondern tatsächlich die Idee, dass jeder vor Ort das machen soll, was er als Initiative, als Verband, als Privatperson sozusagen mit einbringen kann und Skalierung nach oben, also eigentlich nicht nach oben, sondern in die Breite dann erfolgen kann, wenn es tolle Projekte sind, wenn es sinnvolle Arbeit ist, wenn sich Ergebnisse multiplizieren lassen. Kurzum, Begegnungsräume im digitalen Raum zu schaffen, durch Corona eingeschränkt. Ich kann nur kurz erwähnen, es gab keine Flüge mehr, es gab keine Reisemöglichkeiten mehr, es gab Probleme überhaupt ins andere Land zu kommen, bis heute übrigens. Also das war auch vorm Krieg schon so, dass zum Beispiel durch die Nichtanerkennung von Impfstoffen sozusagen gar keine Begegnung möglich war, war es notwendig, den digitalen Raum zu erobern und wir wollten das gemeinsam mit den genannten Partnern unterstützen. Genau. Wir haben eine Auftragslage sozusagen formuliert, eine Art, was braucht es jetzt? Und haben eben gesagt, Zoom, ja, sowas wie Zoom wäre doch schon toll, sich im Raum zu begegnen. Aber auch natürlich Facebook zum Thema Storytelling, wie bringe ich Ergebnisse weiter? Viele nutzen Google Drive, um Dateien zu teilen oder Dropbox. All das ist natürlich immer auf der Wunschliste der Tools, die man sich wünscht. Klar, und dann darf es natürlich auch nicht zu teuer sein oder beziehungsweise eigentlich kennen ja viele das Prinzip, kostenlos wird was angeboten. Wir haben hier natürlich den Vorteil, dass wir als Fach- und Förderstellen tatsächlich auch Geld haben grundsätzlich, um zu unterstützen und dass wir das Geld, was vorher in Flugtickets und in Jugendherbergsförderung fiel, dass wir das hier auch ein bisschen jedenfalls in den Topf legen konnten. Der Bereich Datenschutz in der Jugendarbeit ist tatsächlich gekommen und zwar auch über die Träger. Wir haben zum Beispiel den Bayerischen Jugendring als Träger des deutsch-tschechischen Jugendaustausches, der tatsächlich auch seinen Trägern verboten hat oder eben deutlich war. Und deswegen ist zum Beispiel für das gemeinsame Projekt der deutsch-tschechische Austausch besonders erfolgreich oder besonders immanent gewesen. Logisch auch, dass wir uns beschäftigt haben mit Mehrsprachigkeit, also dass die Partnerländer vorkommen und dass man gemeinsam etwas macht, was eben multisprachlich funktioniert, gerade auch beim Thema Dolmetschen. Als wir anfingen, gab es schon diese Extra-Lizenz von Zoom, aber da wir eben mit anderen Tools arbeiten wollten, erschloss sich eben die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen. Wie kann das möglich sein? Die Idee von Landkarten
dass man guckt, wo entwickeln sich Cluster, wo entwickeln sich Netzwerke, fanden wir relevant. Und natürlich sollte das Ganze sicher sein, zukunftsfähig und ganz schnell auf die Schiene kommen. Das waren so die Ideen für ein gemeinsames Portal, eine gemeinsame Infrastruktur der Partner. Genau, aber wie anfangen? Wir haben natürlich selber keine eigene IT-Abteilung in dem Sinne, dass sie in der Lage sind, sowas zu schnitzen. Das heißt, es braucht einen Dienstleister, einen Partner. Und es gab ein paar Vorgängerprojekte, die schon ein paar Dinge sozusagen angerissen haben. Also zum Beispiel im Deutsch-Französischen eine Tandem-Lernplattform für Deutsch- oder Französisch-Lernende, die eben in einer Moodle-Umgebung gearbeitet haben. Es gab von der Stiftung aus bereits ein Vorgängerportal, was versucht hat, diesen Aspekt des Dateisharings für Konferenzen, aber auch für Jugendtreffen möglich zu machen. Und darüber kamen wir schon mit WeChange ins Gespräch und hatten dann das Glück, die Möglichkeit, dass beiden Seiten Partner da waren, die es wollten, hier etwas Neues zu erfinden. Und wer ist eigentlich WeChange? Da wollte ich an Nicole übergeben, dass sie euch erzählt, wer ihr seid. Ja, vielen Dank. Die WeChange EG, also wir sind eine Genossenschaft, die sozusagen schon sichtbar ist und neben dem Teil, den wir gemeinsam mit Benjamin oder mit Dina und den Partnern gestaltet haben, nämlich eine Portallösung zu entwickeln gemeinsam, haben wir noch zwei weitere Standbeine, und zwar ist es unsere WeChange Community unter wechange.de erreichbar. Eine Plattform, die wir unter dem Modus Pay as you like, also man kann es kostenlos nutzen, man kann sozusagen so viel dafür bezahlen, wie man möchte und in der Lage ist. Und in dieser Plattform findet man ganz viele Arbeitsmittel zur Selbstorganisation und Kollaboration und kann sich aber auch mit Gleichgesinnten, mit anderen ChangemakerInnen verknüpfen und vernetzen, austauschen in einem gemeinsamen Forum und über individuelle Gruppen und Projekte. Es gibt über 50.000 NutzerInnen auf dieser Plattform. Es gibt rund 9.000 Gruppen und Projekte, die sich dort organisieren. Darunter sind auch Gemeinwohlökonomiegruppen, Fridays for Future Bewegungen, also einzelne Gruppierungen. Also ganz viele bekannte und unbekannte Menschen, die Ideen haben und sich vernetzen wollen, aber auch eben schon etablierte. Genau, und daneben eben entwickeln wir eine Plattformlösung weiter. Das ist sozusagen das, was wir eben zur Verfügung stellen können, eine Open-Source-Basis mit bestimmten Features, die werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Und die dritte Säule der Genossenschaft ist tatsächlich, dass wir auch selber Austausch und Vernetzung organisieren in Projekten, oft mit in Zusammenarbeit mit Förderungen vom Auswärtigen Amt. Und ganz besonders in dem Raum, der jetzt gerade leider sehr gebeutelt ist und was uns alles gerade sehr viel beschäftigt und auch sehr traurig macht, ist eben der osteuropäische Raum und Russland und Ukraine, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten und wo wir jetzt gerade alle sehr knabbern und überlegen, wie können wir da weitermachen, wie können wir im Kontakt bleiben, wie können wir da weiter die Zivilgesellschaft fördern und gleichzeitig niemanden in Gefahr bringen und so weiter. Also das ist gerade sozusagen so das, was uns gerade tatsächlich sehr beschäftigt. Auf der nächsten Folie sieht man so ein paar weitere Portale, die auf Basis dieser Plattformlösung betrieben werden auf jeweils eigenen Instanzen. Darunter sind eben Vereine und Stiftungen, aber auch Regionen. Also zum Beispiel die Kiel-Region hat eine eigene Plattform namens Mokwi, wo sich ganz viele Projekte wiederum in der Region austauschen und vernetzen, wo das Thema Nachhaltigkeit vorangetrieben wird. Dann sind auch so bekanntere Gruppierungen wie Scientists for Future darunter, die dort eben eine eigene Instanz hat, aber auch Hochschulnetzwerke und Verbände und verschiedene eben Möglichkeiten von Organisationen, die eben für sich auch eine eigene Instanz nutzen und das ähnlich wie DINA betreiben. Auf der nächsten Folie sieht man dann, wie die Portallösung so insgesamt
wie sich die darstellt, was alles geboten wird. Es ist einfach, ich habe jetzt hier ganz viele Stichworte, die werde ich jetzt nicht alle einzeln vortragen, aber das sozusagen darunter auch die Anforderungen, die Dina gestellt hat, also sprich eine Möglichkeit, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, die Möglichkeit, Videokonferenzen und Tagungen durchzuführen, miteinander in Kontakt zu treten, zu chatten. Da ist zum Beispiel bei uns die Rocket Chat mit eingebunden, also ein Open-Source-Tool, das eben in einer sehr großen Community auch gerade sehr stark weiterentwickelt wird und eben auch eine gute Alternative zu Slack und so weiter darstellt. Newsfeeds sind da, also es gibt diese ganzen Social-Komponenten, es gibt die Möglichkeit hier, was hast du denn jetzt hier eingeblendet? Wir arbeiten gerade tatsächlich mit Nextcloud, also diese Präsentation haben wir gemeinsam in der Nextcloud, die Dina eben auch zur Verfügung hat, erstellt und deswegen kann man da auch live drin weiterarbeiten, während sie gezeigt wird, wie ihr gerade gesehen habt. Genau, das klappt also alles ganz hervorragend, man kann sehr gut dezentral gemeinsam Dinge bearbeiten und dann eben auch präsentieren. Genau, auf der nächsten Folie kann man jetzt nochmal sehen, was uns so ein bisschen besonders macht. Und zwar, ich habe es schon erwähnt, wir arbeiten ausschließlich mit Open Source Geschichten. Software, unsere eigene Softwarekern ist Open Source und die Dinge, die wir einbinden, eben Nextcloud, RocketChat, BigBlueButton, das ist alles Open Source basiert. Was uns sehr unabhängig macht von irgendwelchen anderen Unternehmen, die sehr auf Daten getrieben agieren. Das Thema Datenschutz ist bei uns sehr groß geschrieben. Wir achten insgesamt sehr auf Nachhaltigkeit. Ein Thema ist eben auch das Hosting, also die Server werden mit Ökostrom betrieben, die wir da dafür nutzen, sowohl für die eigene Plattform als auch für die Instanzen. Und als Genossenschaft wirtschaften wir nicht so, wie das sozusagen die Regel ist. Also wir sind da sehr transparent. Wir wollen uns nicht bereichern, sondern wir wollen kostendeckend arbeiten und eben gemeinsam an den Themen weiterarbeiten, die wir eben, wenn du die nächste Folie noch aufrufen magst, die wir eben mit den, was sozusagen normalerweise der Kunde ist, ist bei uns auch eher der Partner. Also das spiegelt jetzt quasi die Werte auch von Dina wieder, die wir da bei WeChange oder Prinzipien der Arbeit, die wir da auch anlegen. Wir möchten eben nicht sozusagen jemandem was beibringen, sondern wir wollen gemeinsam lernen, gemeinsam vorankommen, voneinander lernen. Das Tolle ist, dass es eben so viele unterschiedliche PortalpartnerInnen gibt, ist, dass es sehr viele unterschiedliche Perspektiven auf die einzelnen Themen gibt. Das ist sehr divers, die einzelnen Features sozusagen betrachtet werden und dass da sehr viel Erfahrungsaustausch auch unter den Partnern stattfinden kann. Es ist sozusagen nicht immer nur vom Kunden zum Dienstleister, sondern auch unter den Kunden oder Partnern findet eben Austausch statt. Das wollen wir auch noch mehr unterstützen. Die einzelnen Features, das ist vielleicht auch noch was Besonderes. Also wenn wir für ein Portal ein Feature entwickeln, dann wird das allen anderen auch potenziell zur Verfügung gestellt. Also wir würden das jedem geben, der es möchte. Wir rollen das dann immer auf allen Portalen aus, sodass eigentlich dass halt alle von Weiterentwicklung sofort profitieren und nicht jeder Einzelne dafür nochmal Geld in die Hand nehmen muss. Das geht so weit, dass wir sogar Feature kofinanzieren. Also dass nicht einer allein sagt, ich brauche das Feature, sondern dass wir gucken, drei Partner brauchen dieses Feature. Wie können wir die gemeinsam sozusagen, wie können die gemeinsam jetzt die Entwicklerstunden dafür aufwenden? Ja, Gemeinwohlorientierung, Nachhaltigkeit, das sind noch Stichworte, die ich kurz nennen will, bevor ich wieder zurückgebe. Bin da gerne im Nachgang auch noch bereit, mehr zu erzählen. Ja,
Genau, das ist WeChange und dann kam Dina. Wir haben eben gemeinsam überlegt, wie nennen wir das Kind und sind darauf gekommen, dass wir unsere Digital International Network Activities zu einer Person erklären hier als unsere Werbebotschafterin Dina. Das war natürlich unsere interkulturelle Kompetenz, dass Dina ein Name ist, der in verschiedenen Sprachen, also tatsächlich in allen Partnersprachen von uns auch als Name funktioniert. Und wir haben ein kleines Video gemacht, was ich euch jetzt kurz zeige, was so ein bisschen die Hauptfunktionen und Vorteile an die Frau und an den Mann bringt. Dazu einmal kurz anderthalb Minuten Film ab für unseren Dina-Trailer. Und das ist er. Das ist Peter. Peter ist in der internationalen Jugendarbeit tätig, aber fühlt sich technisch auf dem Stand seiner Großeltern. Wir zeigen ihm nun etwas, das seine Arbeit grundlegend verändern wird. Das ist Dina. Das ist Dina. Sie ist die erste Plattform zum Vernetzen, Organisieren und Austauschen in der internationalen Jugendarbeit. Also eigentlich ist sie eine Software. Mit Dina hebt Peter seine Projektarbeit auf ein neues Level. Denn wie sah seine Arbeitsweise bisher aus? Gemeinsame Arbeit an Dokumenten war eher katastrophal und nicht kollaborativ. Gruppenkonferenzen erforderten militärische Spezialausrüstung. Und um herauszufinden, wie andere ihre Projekte gestalten, musste er... das war vielleicht erfunden. Aber mit Dina hat Peter jetzt alle Tools, die er für den Jugendaustausch braucht. Eine Microsite, mit der er sein Projekt im Internet präsentiert, ein gemeinsames Forum, einen persönlichen Newsscreen, Direktnachrichten mit Messenger-App, eine Zeitreisefunktion. Moment. Okay, eine Zeitreisefunktion gibt's nicht. Dafür aber virtuelle Räume mit Dolmetscherkabinen und eine Ordnerablage, um in Echtzeit an Dokumenten zusammenzuarbeiten. Ziemlich cool, was Dina alles kann, oder? Welchen Kalender hat Peter eigentlich bisher verwendet, der nicht für Werbezwecke ausgelesen wurde? Oder wie hat er sichere und datenschutzkonforme Videokonferenzen gemacht? Ab sofort kann Peter jetzt Tag und Nacht mit seiner Gruppe in Verbindung bleiben. Mit Dina kann er nun bequem seine persönliche Projektgeschichte erzählen und sich inspirieren lassen, wie andere ihre internationale Jugendarbeit gestalten. Wann bist du dabei? Ja, das war unser kurzer Trailer dazu. Das ist das Portal und ich wollte jetzt kurz das richtige Browserfenster nehmen, um euch die Portalfunktion einmal vorzustellen, wirklich nur ganz, ganz kurz. Und zwar, wenn man sich auf Dina einloggt, und das kann jeder, der sich auf dem Portal registriert, dann findet er vor allem eine schöne Funktion hinterm Dashboard, das ist die Entdecken-Funktion. Und die hat so ein Split-Screen, das heißt, alle Akteure, die auf der Plattform sind, können ihre Präsenz dort zeigen, müssen sie aber nicht. Datenschutz ist uns ja wichtig. Das heißt also, die online zu sehen sind, haben sozusagen selbst entschieden, dass sie sichtbar sind. Wenn sie keinen Ort hinterlegen, dann weiß man eben nicht, wo sie sind. Aber alle Elemente, alle Veranstaltungen, alle Projekte auf der Plattform finden sich, die sozusagen einen Ort haben, die sind auch findbar, sind natürlich auch über eine Suche findbar. Und man kann zum Beispiel auch bestimmte Kompetenzen finden, wenn zum Beispiel ein Trainer gesucht wird zu einem bestimmten Kompetenzprofil, dann ist der auch findbar. Das ist ein Aspekt. Jeder auf der Plattform kann Elemente anlegen. Das ist nicht reglementiert. Also Bottom-up muss ja sozusagen funktionieren. Das ist keine Instanz von WordPress, wo es einen Admin gibt, sozusagen, der erstmal eine Berechtigung erteilt, sondern jeder kann seine Sachen machen. Man kann Tagungen erstellen, das sind Jugendaustausche quasi oder Seminare, die man designen kann. Man kann Gruppen anlegen, wo man zusammenarbeitet, wo es bestimmte Apps gibt. Man kann Veranstaltungen bewerben und man kann Inserate aufgeben, wenn man so Suche-Finde-Themen hat.
dann kann man das auf der Plattform machen. Verbaut ist auf der Plattform und für diejenigen, die schon ein bisschen länger unterwegs sind im Bereich Open Source, ist eine BigBlueButton-Instanz. Das heißt, wenn ich so eine Tagung habe, hier ist jetzt eine, ich mache es jetzt ganz schnell, nur dass ihr eine Vorstellung davon habt, wie aufwendig das ist, sowas aufzubauen. Ich lege einen Workshop an, also zum Beispiel ein Seminar über Frieden, das würde ja helfen. Das findet vielleicht heute statt. Ich kann das beschreiben, ich kann es sichtbar machen. Ich mache es jetzt mal unsichtbar. Ich kann sogar ein Streaming verknüpfen mit einem Server, zum Beispiel einem YouTube-Kanal. Ich kann festlegen, wer der Referent ist und kann damit zum Beispiel festlegen, dass die Folien schon hinterlegt sind, die der Referent gemacht hat. Und dann erstelle ich eine Workshop-Seite. Und wenn die erstellt ist, dann wird automatisch eine BigBlueButton-Instanz, eine BigBlueButton, wie heißt es, Session, glaube ich, dort auf dem Server angelegt und kann wartet auf die Teilnehmenden. Ich öffne die einmal nur kurz, einfach nur, um zu erläutern, was wir dann noch gemacht haben. Da kommen wir gleich bei den Lessons Learned auch nochmal dazu. Wir haben eben nicht irgendeinen BigBlueButton hier eingebaut, sondern wir haben eine Eigenentwicklung sozusagen mit hinterlegt. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, dass für die internationale Jugendarbeit der Bereich Dolmetschen eine große Rolle spielt und sehr attraktiv geworden ist. Hier in diesem BigBlueButton, anders als bei anderen, kann ich Sprachkanäle hinzufügen und kann sagen, die Veranstaltung wird zum Beispiel in zwei Sprachkanäle, ich nehme jetzt mal Russisch, Deutsch und vielleicht hilft Ukrainisch uns heute weiter, kann ich diese Sprachkanäle anlegen und habe dann hier unten, wie ihr es vielleicht von Zoom kennt, die Möglichkeit, zwischen diesen Kanälen hin und her zu switchen. Ich kann die Dolmetscher mit entsprechenden Rechten versehen und sie können in verschiedene Kanäle dolmetschen. Das sozusagen sind Besonderheiten an diesem Portal. Das ist jetzt ein grober Überflug, dass es da eine Nextcloud gibt, dass es da diesen Rocket Chat gibt, dass es da viele, viele Funktionen gibt. Die hatte euch Nicole auch schon erläutert, was uns sozusagen WeChange schon angeboten hat. Was wir sozusagen vor allem gemeinsam entwickelt haben, ist dieses Tagungsenvironment sozusagen hier links mit dieser Navigation, mit den Inhalten. Man kann aber auch Padlets einbinden. Man kann alle Funktionen, die iframe-basiert sind sozusagen, die man über iframes einbinden kann. Und man kann sich Tagungen so designen, dass sie sozusagen ein eigenes Ökosystem innerhalb der Plattform darstellen. So, das ist sozusagen DINA und also wer das gerne mal kennenlernen möchte, das empfehle ich einfach, sich selbst anzumelden und einfach mal selber anzufangen mit einer Tagung. Verweisen möchte ich hier auch nochmal, wo es um die Funktionen geht, da haben wir auch zum Beispiel mit der Better Place Lab zusammengearbeitet, haben uns auch andere Partner noch reingeholt, hier für das Handbuch. Das war auch nochmal so eine eigene sozusagen Erfahrung für uns. Da kommen wir ja gleich zu den Erfahrungen, sozusagen wie man ein auch wiederum hier über ein Gitbook mit einem Open-Source-Tool eine dynamische Handbuchentwicklung hat. Wie immer ja bei uns mehrsprachig, wie ihr hier seht, in unseren Partnersprachen, glaube ich, 7 Stück, die wir immer pflegen mussten. Entsprechend hier die Empfehlung sozusagen, dass man das auf der Plattform gerne tun kann. So, das war jetzt eigentlich relativ schnell die Funktion der Plattform, weil Nicole hatte eigentlich schon erklärt, was schon bei WeChange vorhanden war, die Einbindung von RocketChat, die Einbindung von Nextcloud, von Etherpad und EtherCork-Servern. Und all das haben wir sozusagen dann bei DINA zusammengestellt. Und wie gesagt, jeder ist herzlich eingeladen, einmal Gast zu sein auf unserer Plattform und die Funktion auszuprobieren. Einfach hier auf kostenlos registrieren klicken. So, das war jetzt erstmal sozusagen die Hauptfunktion. Und jetzt würde ich weitermachen mit unserer Präsentation. So, genau. Nicole, und dann ging die gemeinsame Arbeit los. Und wir haben eben, und das ist ja so ein bisschen heute eine Werkschau, sage ich mal, was wir da gemeinsam gemacht haben und haben sozusagen an Herausforderungen und Potenzialen gearbeitet. Du kannst einmal noch den Vollbildmodus machen vom Browser, aber also das Spannende war natürlich, jetzt ist er wieder verrutscht. Das Spannende war natürlich dieses gemeinsame Entwickeln von zusätzlichen Features. Ne? Also das ist ja immer eine Herausforderung, besonders wenn man nicht unendlich viel Zeit und unendlich viel Geld hat.
Genau, und ich hatte das eben mit der Dolmetschkabine schon erklärt. Da sind dann noch weitere Partner mit im Boot. Bei WeChange waren jetzt nicht die Big Blue Button-ExpertInnen oder Programmierer vorhanden, sondern es gab einen weiteren Dienstleister, der dafür gearbeitet hat und mit dem man gemeinsam diese Bedürfnislage Dolmetschkabine sozusagen in ein Konzept überführt hat. Und wir haben dann hier später dieses Stichwort MVP statt die perfekte Lösung, weil es eben ein agiler Arbeitsprozess ist. Und da haben wir eben ganz viel lernen können, wie das heutzutage funktioniert. Es ist ja immer alles, auf allen Browsern muss es funktionieren, mit verschiedenen Internetanbindungen, mit verschiedenen Headsets. Und da haben wir eben viele, viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Beispiel auch die Erfahrung, dass es nie zu dem Punkt kommen konnte, perfekt zu sein und dann fertig zu sein, sondern eben tatsächlich, und das sage ich nicht, weil ich jetzt immer nur Verständnis dafür habe, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren, die ärgern und einen auch furchtbar. Aber natürlich durch die Dynamik, dass es natürlich schon neue Big Blue Button Versionen, auch wieder schon einen neuen Browser, einen neuen Safari Standard, was auch immer gab und unsere Plattform ja schon im Betrieb war und wir so sozusagen nach und nach durch Verbesserungen dafür gesorgt haben, dass diese Kabine und dieses Setting auch funktioniert hat. Es sind uns weitere Sachen begegnet. Wir hatten im Vorgespräch, Nicole Wolf und ich, uns dazu auch ausgetauscht. Ne? Manchmal sind es so Sachen, da kommt man gar nicht drauf. Zum Beispiel hier ist dieser Datenschutz angezeigt mit dem Bankräuber im Hintergrund. Das war was zum Beispiel unsere internationalen Partner relativ wenig interessiert hat. Also in Polen und zum Beispiel die russische Partnerin, die fragten mich so, allein schon die Übersetzung von dem Film, also hast du schon mal einen Kalender benutzt, der nicht für Werbezwecke ausgelesen wird? Das hat man sozusagen auf Russisch, jedenfalls in der Vorstellung der Partnerin, leider gar nicht verstanden, dass das ein Thema sein könnte, ein Problem sein könnte, ob ich da meinen, was weiß ich, Urologentermin eintrage und dann eine Woche später die Werbung bekomme, weil ich das eben auf Google mache. Also das ist schon spannend, weil da stecken ja auch kulturelle Erfahrungen hinter und unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Datenschutz und nicht zuletzt medienpädagogische Fragestellungen. Also wie sicher sollte so eine Plattform sein? Ja, also den Punkt finde ich auch nochmal total spannend, weil ihr arbeitet ja mit Jugendlichen. Ich glaube, das ist eben auch nochmal so eine große Herausforderung. Sehr affine Menschen bekommen Werkzeuge an die Hand, sind da sehr nutzerorientierte, sehr nutzerfreundliche Tools gewohnt, allerdings von Anbietern, die sehr fragwürdig sind. Das heißt, auch bei der Zielgruppe ist ja keine so hohe Kompetenz zum Thema, was sind denn tatsächlich wichtige Dinge, die man im Internet beachten muss und worauf, wie sollte man sich denn schützen und welche Netzwerke sind denn vielleicht nicht so geeignet? Also sozusagen diese Grätsche hast du ja da in alle Richtungen. Ja, genau. Und ich erzähle eigentlich immer meine Story so in den 80er Jahren, wo wir aufgewachsen oder wo ich noch aufgewachsen bin. Ne, da hätte ja niemand gesagt, ach Mensch, McDonald's bezahlt das Streichen unseres Jugendzentrums und macht alles schick und es gibt kostenlose Burger im Foyer, wenn vorne irgendwie verlangt wird, dass McDonald's aber alle meine Blutgruppe haben möchte. Weil, ne, und über Bewegungsdaten wussten wir da noch gar nichts. Und da ist man heute irgendwie so, ne, ach na, dann nutzen wir doch Zoom, das ist ja hier auch beim DSEE so, was ich halt sehr schade finde. Wie gesagt, da gibt es Sachen und wie gesagt, meine Kollegen, die haben das immer so zusammengefasst, irgendwann nach einem Jahr, Dina, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Zoom funktioniert. Ich benutze eigentlich Big Blue Button, da funktioniert das so, es muss jemand erklären. Also es ist so ein bisschen immer die Haltungsfrage und ich kann berichten, dass wir halt auch unseren Zoom-Account einfach abbestellt haben und es einfach gar nicht mehr benutzt haben, außer wir waren irgendwo anders eingeladen. Genau, es gab diese Herausforderungen, Potenziale, es gab bestimmt auch Stress, ja, also mit Erwartungshaltung musste man umgehen, ja, also dass manche Sachen eben auch nicht gleich funktioniert haben und zum Beispiel auch mit einer sehr, sehr, würde ich sagen, anspruchsvollen Berufsgruppe, also diese Dolmetscher, die ja simultan dolmetschen und ich sage immer so, die können ja in die Gehirne reingucken, die sind ja simultan immer auf den Gedanken, die man gerade hat und die sind halt angewiesen darauf, dass es
ja, ich sage jetzt mal, perfekt funktioniert. Ich stelle denen immer ein Glas Wasser ohne Kohlensäure hin, damit sie vernünftig sprechen können. Wenn es mit Kohlensäure ist, gucken die dann immer schon doof, weil das tatsächlich für sie schwierig ist. Und so ist es dann auch im digitalen Raum. Also wenn der Mikrofonschalter eben nicht sofort umgelegt werden kann, weil irgendein Bug noch bei einer bestimmten Browser-Version ist, dann gibt das verständlicherweise auch Keile, weil sie sind mit dem Gedanken ja eben schon 3 Sekunden weiter. Das kann man dann auch nicht ändern. Aber das ist nochmal ein guter Punkt, Benjamin, weil das wird tatsächlich oftmals zu wenig beachtet. Gut funktionierendes Tool hilft halt auch nichts, wenn es nicht richtig benutzt wird oder wenn man nicht weiß, wie man es richtig benutzt oder wenn man halt nicht weiß, dass halt bestimmte Voraussetzungen noch zusätzlich notwendig sind. Und beim Dolmetschen ist ja auch oftmals, wird auch oftmals übersehen, nicht nur, dass das richtige Wasser da steht, sondern auch, dass die vielleicht Texte schon mal vorab bekommen, so grob reden und solche Sachen, wird ganz oft vergessen, würde denen das Leben wahnsinnig erleichtern. Also der Fokus ist oft zu sehr auf dem Tool und das ganze Kulturelle und so Dinge, die mit dem Tool selber nichts zu tun haben, kommen manchmal sehr viel zu kurz. Das passt da gerade ganz gut, Auf jeden Fall. Und das war auch für mich als Projektleiter eine Erfahrung. Also es gibt verschiedene Aspekte. Ich habe hier auch nochmal den Spiegelstrich agiler offener Prozess versus Bundeshaushaltsordnung aufgeschrieben, weil wir sozusagen natürlich versucht, oder wie sozusagen alle machen, mit Budgets umzugehen. Was ist fix, wo kann man drehen, wo ist aber auch die Erwartungshaltung, dass ein Dienstleister und Partner oder Dienstleister ist halt leider irgendwie eindeutig, wenn es um Geld gibt, jedenfalls in der Bundeshaushaltsordnung. Kann ich nicht sagen, ist ein Partner, der braucht keine Verbindlichkeiten abgeben. Aber das ist tatsächlich eben einerseits schwierig gewesen. Andererseits, wenn man sich dann damit länger beschäftigt, merkt man auch, dass dadurch, dass ja die umgebende Softwarelandschaft und die, wie gesagt, von den Browsern, von den Geräten, von den Gewohnheiten der Leute und von den Ansprüchen der Leute, wenn sie dann auf kommerzieller Software unterwegs sind und sagen, naja, bei Zoom kann ich hier so schön blurren, wieso geht das bei euch nicht, dass ich dann natürlich immer auch einen Interessensausgleich habe. Und deswegen ist zum Beispiel dieses Gespräch über Datenverwertung, ja, und da ist WeChange auch ein toller Partner, da arbeiten tolle Leute wie Nicole und andere, die sich da gut auskennen, die erklären einem dann auch mal so und stehen auch als Partner zur Verfügung, ach Mensch, ja, was macht denn Zoom mit euren Daten und warum könnte das vielleicht interessant sein, dass man einem minderjährigen Schüler noch nicht zumutet, zu entscheiden, dass er das vertrauenswürdig findet und gerade auch die Verwerfung, die wir jetzt im Rahmen des Krieges sehen, wo man irgendwie gefragt, ja, wo sind die Kundendaten, wenn plötzlich ein Land gar nicht mehr da ist und wem gehören die und habe ich da auch einen Rechtsanspruch drauf und da ist ja die Debatte um die europäische Datenschutzgeschichte auch sehr immanent. Das ist tatsächlich, wenn man darüber spricht, dann plötzlich doch vielen Leuten peinlich, die dann eine Zeit lang sagten, ja, ich will Hauptsache, das funktioniert ganz schnell. Ja. So, und deswegen, Benjamin, nur noch 5 Minuten und es gibt eine Frage direkt jetzt zum Tool nochmal im Chat hier. Und ich würde gerne auch noch von euch, vielleicht jetzt gerne auch schon mal im Chat, wenn ihr da was reinschreiben wollt, hören, ob ihr sozusagen jetzt zu den Herausforderungen, also habt ihr da noch eigene Herausforderungen, die ihr da auch nennen würdet aus eigenen Erfahrungen oder habt ihr Lessons learned noch, die ihr ergänzen wollt? Genau, vielleicht kommen wir da noch dazu. Ja, genau. Ich würde kurz auf die eine Frage antworten und wie gesagt, die letzten 5 Minuten hier unserer gemeinsamen Session sollen natürlich dem Austausch dienen. Genau, die Frage war, wie die Inhalte übersetzt oder ob es Übersetzungen gibt. Wir stellen halt das Tool zur Verfügung und auch da gilt das Subsidiaritätsprinzip, also sprich, jeder entscheidet selber, wie er es macht. Was wir bisher noch nicht drauf haben, so diese, ich sage jetzt mal, Facebook-Komfortfunktion, ich muss einfach nur sagen, ach, zeig es mir auf Deutsch an und der übersetzt es über einen automatischen Logarithmus. Das könnte auch nochmal interessant sein. Da gibt es hoffentlich auch mal seriösere Anbieter von solchen Sprachbuttons. Nein, auf der Plattform kann ich selbst entscheiden, ob ich Inhalte sozusagen zusätzlich in verschiedenen Sprachen anlege, sodass ich eben, wenn ich mir die Mühe mache und sage, ich habe eine 5-sprachige Konferenz und die Inhalte dafür werden halt dann in 5 Sprachen angezeigt, dann muss ich sie 5-mal in verschiedenen Sprachen anlegen oder ich habe jemanden im Team, mache das kollaborativ, das wäre natürlich am schönsten, die das dann machen, weil die dann auch die Adminrechte haben, aber ich muss es machen und oder ich entscheide halt selbstständig, ich mache es nur in einer Sprache, zum Beispiel auf Englisch
und nutze so eine Lingua Franca. Aber es gibt bisher keine, weder beim Dolmetschen noch beim Übersetzen gibt es das. Keine künstliche Intelligenz, das ist sozusagen noch ausstehend oder dem Budget, im Budget untergegangen. Sehen natürlich auch das Thema Sprache als tatsächlich für den Austausch relevant. Das heißt also, das Übersetzen und das gegenseitige Sprachenkennenlernen gehört natürlich auch bei uns dazu.